Schön, dass du da bist. Heute konnte ich mich nicht entscheiden, was ich genau öffnen will. Also habe ich einfach beschlossen, 19 verschiedene Packungen heute zu öffnen. Also lass dich einfach ein bisschen überraschen. Wir schauen mal so ein bisschen durch die Jahre durch. Sie sind jetzt nicht mega alt, die Booster, aber schon so, dass man sich darüber freuen kann. Wir fangen hier einfach mal an mit Kamazin und Purpur. Mal schauen, was wir da Schönes haben. Ein Driftlon ist natürlich auch immer ganz interessant, wenn man so eine Packungen im echten Leben öffnen würde, ob man dann auch immer aus diesen eine Packung dann irgendwas rauszieht. Gucken wir mal, ob wir hier in Kamazin und Purpur was ziehen können. Nö, da fängt es erstmal an mit einem Knattertox. Trotzdem ganz cool, ich mag die EX-Variante davon. Hier Fusionsangriff, jede Menge Mew und natürlich auch tolle Gengar-Karten drin. Und auch das Volona ist natürlich hier mega schick. Aber da haben wir nur ein Impegator. Warum nicht? Kampfstile, ne? Da das Urshifu. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das Urshifu überhaupt die deutsche, der deutsche Name davon ist oder nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall das. Und was haben wir da noch? Ich glaube, ein Despotar ist auch immer ganz schick drin, ne? Aber hier haben wir ein Starloss in der Reverse Holo. Und die letzte Karte ist nur ein Satz 10, ja. Ich bin mal gespannt, in welchem Booster wir dann wirklich mal einen Hit drin haben, wenn überhaupt. Ne? Das ist jetzt auf jeden Fall verlorener Ursprung. Da gibt es natürlich zum Beispiel das Giratina V, was irgendwie dann doch jeder haben will in der alternativen Kunst. Oder halt ein Phoenixes V, okay, es ist ein Hit, ist ein Phoenixes V, ist jetzt nicht das, ja, die Chase-Karte schlechthin, aber warum nicht, ne? Dann haben wir hier Schaurige Herrschaft, da gibt es halt die legendären Vögel drin, ne, die wunderschön sind, da hätte ich auch nochmal gerne ein. Jetzt habe ich wieder Bock, Schaurige Herrschaft in echt zu öffnen, weil da halt eben, ja, einfach Zapdos, Lavados, Arctos in den Galar-Versionen so richtig schick sind. Hier ist es aber dann nur ein Ramov. Zenit der Könige. Das könnte was sein, was jetzt hier gönnt, denn Zenit der Könige, ja, gönnt ja eigentlich immer. Aber ob es dann hier online auch so ist, weiß ich nicht. Jetzt haben wir auf der Reverse nur ein Metang und ein Luxtra. Da erwischen wir tatsächlich die eine Packung, die nicht gönnt, ne? Naja, hier. Schwert und Schild, Clash der Rebellen, auch irgendwie cool, habe ich glaube ich hier online auch noch nie geöffnet. Genießen wir also das Ganze mal. Auf dem zweiten Slot ein Legios V, cool, das sieht man auch nicht alle Tage. Stuart, auch nicht schlecht, wo man da Schnick, Schnack, Schnuck mit Gegner spielt, ne? Dusselgur, ich weiß nicht warum, eins meiner Lieblingsvögel-Pokémon, oder Vogel-Pokémon, warum auch immer. Silembrim, oh, kein großartigen Bezug zu. Und hier schimmernde Legenden. Das ist doch ein Booster, auf den man sich freuen kann. Wer weiß, ob wir hier dann Shiny ziehen. Da haben wir auf jeden Fall hier auch den schönen typischen gelben Rand hier. Den Hyperball, den mag ich sehr. Ich mag das Artwork davon. Keine Ahnung. Manche Sachen, ne, da sieht man einfach ein Artwork und denkt sich, ja, das ist geil. Das finde ich cool. Gorgantis in der Reverse Holo. Und die letzte Karte ist nur ein Viridium. Also stinknormal Rare. Nichts Besonderes. Aber vielleicht der Astralglanz. Urdialga müsste hier drin sein. Und Palkia, glaube ich, auch, ne? Die sind hier, glaube ich, dabei. Aber ob wir das haben, weiß ich nicht. Dianzi, eine Rare in der Reverse. Holo auch, okay. Und Urpalkia Fausta. Haben wir zwar schon viermal, aber ist ja egal, ne? Da haben wir mal hier einen Urpalkia Fausta gezogen. Das ist also, ich würde sagen, der Booster hat bis jetzt am besten abgeschnitten von allen. Mal gucken, ob wir noch aus einem was Besseres rausziehen. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt noch Celebrations und danach noch 9 ganz andere Booster. Mal gucken, was denn da Schönes bei rauskommt. Celebrations, zweimal Evil-Teil, auch nicht schlecht. Da ist nochmal ein Dialga und ein surfendes Pikachu V-Max, auch cool. Cool, cool. Das Set habe ich, ich auch sehr gerne geöffnet. Ist auch sehr cool. Ja. Auf zu den nächsten 9. So, also geht's hier weiter. Sonne und Mond, Nacht in Flammen. Irgendwie auch ein cooler Booster. Weil, ich weiß nicht, irgendwie haben die anderen, die haben sowas, da gehen die Karten irgendwie mehr in die Tiefe. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, vielleicht liegt es an diesen leichten Schattierungen oder an dieser andere Art der Rahmen. Aber ich finde das irgendwie schon ganz cool. So, dann haben wir hier einen Raichu. Gegen Glibunkel hier einfach im Kampf. Ganz nice. Und ein Quartermark. Ja, okay. War jetzt nicht so der Mega-Hit. Ist Nacht und Flammen. Aber ist halt so. Silberne Sturmwende beschenkt uns dann vielleicht wenigstens. Pandir, ein Castador. Silberne Sturmwende haben wir auch schon oft geöffnet. Aber hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Skuntank V. Okay, ein Skuntank. Ja, ja. Ab V ist ein Hit, ne? Passt so. Entwicklungen in Paldea. Wer weiß, vielleicht ziehen wir hier einen Bauchern oder so. Die Jet-Energie ist auf jeden Fall auch immer brauchbar.
die sollte man schon, oder ja, sollte man sie schon zurücklegen. Und Mimikma, naja, haben wir schon alles. Ist halt so, Obsidian Flammen, vielleicht wird es jetzt ja mal irgendwann hier in Glurak. Obwohl, ich glaube, hier online habe ich schon eins gezogen, ne? Ey, Vulnona Artworks sind immer hübsch. Zeigt mir, I challenge you, zeigt mir ein Vulnona Artwork, was nicht hübsch aussieht. Die sind alle schick. Und ein Pixie EX, cool. Lunasohn, jojojo, also, Pixie EX gezogen. Freue ich mich auch drüber. Ein Drachenwandel. Oh, jetzt habe ich gerade die ersten beiden weggeklickt. Warum auch immer meine Maus schon wieder so seltsam reagiert hat. Aber Uhafnir V in der, ja, was ist das? Altart einfach nur, ne? Aber ein goldener Stern, das ist ja, das sieht ja richtig geil aus. Das Artwork habe ich noch nie vorher gesehen. Das ist ja hammerhübsch. Richtig, richtig schick. Traumato und nochmal ein Altaria. Das ist irgendwie seltsam, wenn irgendwie die schicken Karten schon so nach dem zweiten oder dritten Klick hier sind, ne? Weg des Champs. Weg des Champions. Gibt es auch ein paar tolle Sachen, ne? Die Chase-Karte überhaupt ist ja das eine Glurak. Aber ob man das hier jetzt nochmal zieht, glaube ich nicht. Altaria haben wir dafür. Okay. So, drei Packungen haben wir noch. Drei ganz unterschiedliche. Hier, Schwert und Schild. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Dann ist das Chimpep. Picochilla. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr findet es cool. Hier, schon wieder hier. Guck mal, sind noch zwei weitere. Regirock V. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr findet es mal ganz cool, hier so ganz viele verschiedene Sachen zu sehen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Auch wenn man nicht jetzt immer das Beste zieht. Aber was soll's. Strahlende Sterne. Strahlende Sterne. Wir wissen, da gibt es, ich glaube, fünf verschiedene Glurak-Karten drin. Aber nö. Lavados. Lavados ist halt da. Okay, eine Packung haben wir noch. Einmal hier Vivid Voltage oder auch Farbenschock in Deutsch. Mal gucken, ob wir hier mit einem Pikachu abschließen können oder nicht. Auf jeden Fall danke, dass du reingeschaut hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal nochmal einen schönen Tag, ne? Und Galar Mautzinger.